Weiter geht's mit dem Martin. Martin ist 64. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Lieber Morgen, Martin. Gummian. Ja, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an, Martin? Ja, ich habe da ganz schlechtes Gewissen. Ich habe da einen jungen Mann kennengelernt. Ich bin in einem Alter von ja, noch 64, bald 65, Ende des Jahres, 65, habe da einen jungen Mann kennengelernt, der ist 24. Bist du schwul? Nein. Bist du bisexuell? Schon eher, aber auch nicht so richtig. Aber du hast dich in diesen 24-jährigen jungen Mann verliebt? Nein, Nein! nicht verliebt. Er fehlt mir manchmal inzwischen. Das sind jetzt so, sag ich mal, 3 Monate, dass ich ihn kenne. Und manchmal denke ich, mein Gott, warum kann er heute nicht hier sein bei mir? Ne? So denke ich schon. So, erzähl dir erstmal ein bisschen von dir. Du bist 64 Jahre alt, bist du verheiratet? Ja, aber getrennt leben schon sehr lange. Ja. Es ist nie zu einer Scheidung gekommen, keiner wollte das. Ja, hast du Kinder? Ja. Ja, sagst du so ganz kurz. Ja, ja, Ja. ja, ja. 2 Kinder, 2 Söhne. Wie alt sind die Söhne? 34 und 40. Ja. Und aber irgendwie so eine leichte Biader hast du in dir. Ja, Ja. ja, Hast ja. du die auch schon ausgelebt, öfter früher? Früher nicht. Ab welchem Alter? Als ganz junger Spund, ja. Was heißt das, als ganz junger Spund? Ja, so mit 16. Ach so, da hast du schon mal mit Jungs was Ja, gemacht. ja, ja, ja. Gefummelt. Ja, auch schon mehr. Schon mehr, okay. Also ist dann nicht zu Oralsex gekommen oder schon gar nicht zu Analsex, nein, das nicht. Aber andere Sachen schon. Gefummelt, ja gut, gefummelt akzeptiere ich, ja. Und dann ist das eingeschlafen für viele Jahre oder Jahrzehnte. Ja, kann man sagen. Und wann, in welchem Alter brach es dann wieder aus? Ja, nach der Trennung von meiner Frau eigentlich. Das heißt ja. Jetzt haben wir 2016. Ja, vor 16 Jahren. Vor 16 Jahren. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem 24-jährigen jungen Mann. Wann habt ihr euch kennengelernt? Vor circa 3 Monaten. Und wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, der hat mich angesprochen in einem Einkaufszentrum hier in meiner Nachbarstadt und fragte mich nach 40 Cent. Ich sage, Junge, was willst du mit 40 Cent? Dafür kriegst du nicht mal ein trockenes Brötchen. Ne? Ja, dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann sagt er ja, er wollte ja einfach nur mit mir ins Gespräch kommen. Och, das ist aber eine kuriose Anmache, eine kuriose Anmache. Ja, so kurios finde ich das gar nicht, weil wie sollen sie das anders machen, ne? Wie soll es anders gehen? Was glaubst du, warum er gerade dich ansprechen wollte? Ja, was kann andere da war vielleicht, ich Achso, weiß nicht. okay. So, dann kamt ihr ein bisschen ins Gespräch und was hast du dann so erfahren von dem jungen Mann? Ja, dass er in einem Heim wohnt. Da ist seine Eltern, die in derselben Stadt, kleinen Stadt, wohnen, hier in meiner Nähe, Nähe meiner Stadt, in der Nachbarstadt eben, die sogar ziemlich reiche Leute sind. Also nicht gerade die Albrechts, ne, aber gut situiert. Ja, und in was für einem Heim lebt er? Ja, in einem Heim, wo eben solche Leute stranden, die im Moment nicht alleine leben können. Warum kann er nicht alleine leben? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nach 3 Monaten noch nicht genau. Es ist ihm angeboten worden, sogar von der Heimleitung da, mich kennenzulernen mal. Aber es ist noch nicht dazu gekommen. Wie? Die Heimleitung weiß Bescheid, dass ihr euch getroffen habt. Ja. Und die Heimleitung hat gesagt, okay, dann lernen Sie mal diesen älteren Herrn ein bisschen näher kennen, oder wie? Ja, ich soll mal da zum Kaffee trinken kommen, zu gegebener Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo die dann weniger zu tun haben oder so vielleicht, ne? Aber du hast mit der Heimleitung noch nie gesprochen.
Doch, doch, telefoniert. Ja, aber da müssen die dir doch ein bisschen erklärt haben, warum er im Heim ist. Das dürfen sie mir ohne sein Beisein nicht sagen. Aber du hast dich doch mit ihm auch sicher öfter schon alleine getroffen. Ja, natürlich. Hast du nicht gefragt, was ist los? Ja, er weiß das ja auch nicht so recht zu erklären. Also mir ist aufgefallen, dass er sehr zurückgeblieben ist. Wollte ich gerade fragen, ist es vielleicht eine leichte geistige Behinderung oder? Ich würde das nicht so nennen. Nicht geistig behindert, einfach nur zurückgeblieben. Ja. Und deswegen habe ich ja so ein schlechtes Gewissen. Hat er denn was gelernt auch? Er hat irgendwas in der Gastronomie mal gelernt, aber nichts Besonderes. Einfach nur so kellnermäßig oder irgend sowas. Jetzt hast du eine bisexuelle Ader, hast das gelebt auch schon. Hat er das denn auch? Oder wollte der nur sich einfach nur kennenlernen? Er hat das wohl auch, sonst würde er es ja nicht machen. Gab es denn schon zwischen euch beiden Zärtlichkeiten? Ja, das ja. Aber das ja, er schläft ja, wir schlafen ja. Ich habe so ein ziemlich großes Bett, wir schlafen ja zwangsläufig in einem Bett zusammen. Ach so, so nah ist das schon, dass er dann bei dir auch übernachtet? Ja, er schläft bei mir dann maximal eine Nacht. Ja. Und dann bringe ich ihn am nächsten Tag dann wieder zurück in sein Heim. Und da ist aber noch nichts gelaufen zwischen euch? Ja, doch. Doch. Doch, doch. Also nicht anal. Okay. Nee, das mache ich nicht. Aber schon, es war schon innig und zärtlich und sexuell. Ja, das schon eher. So, ja. Dein schlechtes Gewissen begründet sich jetzt worauf genau? Ja, dass ich ja inzwischen rausgefunden habe, dass er auch geistig irgendwie nicht so auf dem Stand ist, wie ein 24-Jähriger sein sollte. Mhm. Ich kenne das ja von meinen eigenen Kindern anders. Ne? Also ich finde auch, Martin, dass du da eine hohe Verantwortung trägst, wenn du dich immer mehr annäherst an diesen jungen Mann. Das weiß ich. Und das ist schon ein Spiel mit dem Feuer, finde ich. Ja, wie meinst du das? Weiß die Heimleitung, dass es auch einen sexuellen Kontakt zwischen euch beiden gibt? Das können die sich denken. Aber das wurde auch noch nicht thematisiert. Nein, das können die sich aber denken. Mhm. Weil? Warum? Ja, wenn ich ihn da abhole. Naja gut, du könntest ja auch... Am Tor ja. Abhole und auch ihn wieder dahin fahre, dann sehen die ja mein Auto. Ja. Aber du könntest ja auch so ein väterlicher Freund sein. Ja, vielleicht sehen sie es in dem Moment auch so. Aber die werden anders darüber denken, nehme ich mal an. Nochmal zu dem schlechten Gewissen. Was macht das schlechte Gewissen aus? Ja, dass ich ihn vielleicht doch zu sehr ausnutze. Das. Aber das tue ich eigentlich gar nicht. Oder will es nicht. Also ich habe ihm das noch vor kurzem gesagt. Ich sag, den Vornamen kann ich ja sagen, Joscha. Joscha, ich will dich nicht ausnutzen. Er sagte mir daraufhin, ich dich auch noch nicht. Gut, nicht. Und ich sag ja, das. Du kannst das natürlich mit ihm auch nicht in der Form besprechen. Ich glaube, dass er das gar nicht ermisst, was du meinst mit ausnutzen, je nachdem, wie. Nee, ich glaube, das versteht er schon. Das versteht er schon. Was willst du denn? Er ist adoptiert worden von seinen, auch hier in derselben Nachbarstadt hier aus, er ist adoptiert worden aus Tschernobyl. Aus was? Aus der Gegend von Tschernobyl, nicht direkt aus Tschernobyl. Ach so, aus der Ukraine? Ja. Ach so. Mhm. So, ich weiß gar nicht mal genau, wie weit von dem eigentlichen Ort oder Stadt Tschernobyl entfernt. Ich habe manchmal den Eindruck, der ist irgendwie verstrahlt. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit diesen Sachen nicht aus. Ja, aber da würde ich jetzt meine Witze nicht drüber machen. Nein, mache ich es scheint ein armer Kerl zu sein. Wenn ich jetzt sage verstrahlt, meine ich wirklich verstrahlt. Ja, es scheint also, ich weiß, dass er Medikamente nimmt. Was willst du denn von ihm? Ich will gar nichts von ihm. Er will mehr von mir. Ich unternehme... Halt, stopp. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, wenn du sagst, ich will gar nichts von dem. Dann... Ja, ein bisschen Spaß will man auch haben irgendwo, ne? Klar, das gebe ich schon zu. Spaß auch im erotischen Sinne. Das meine ich, ja. Nee, Martin, das geht nicht. Weißt du, wenn du mir gesagt hättest, irgendwie liebe ich diesen Mann...
Das glaube ich dir nicht. Das hast du nicht spontan gesagt. Dann hätte ich. Ja, lieben ist ein großes Wort. So, aber wenn du sagst, eigentlich will ich nichts von dem, ein bisschen Spaß, dann finde ich, trägst du als erwachsener, sehr erfahrener Mann die Verantwortung, dass du die Hände von dem armen Kerl lässt. Ich tue ja was für ihn. Ja, aber du gehst auch mit ihm in die Kiste. Wenn du er muss ja bei mir schlafen. Du könntest ihn abends auch zurückbringen in sein Wohnheim. Aber nicht am selben Abend. Ja, ich weiß ja, wie weit wohnt ihr denn entfernt? Ja, boah, vielleicht 12 Kilometer. Ja. Es würde gehen, klar. Das will er ja gar nicht. Ja. Er will ja bei mir sein. Ja, aber jeder Tag, den du näher mit ihm verbringst, desto mehr bindest du ihn an dich. Und umso größer ist deine Verantwortung, umso größer ist die Katastrophe, wenn du ihn dann fallen lässt. Na, so schnell würde ich ihn gar nicht fallen lassen. Ja, aber du, vielleicht kapiert er das gar nicht wirklich, was du von ihm willst. Nee, das versteht er schon. So blöd ist er nicht. Also ich unternehme mit ihm auch verschiedene Sachen, weil ich auch meine Langeweile eventuell mal hab, ne? Aber er glaubt, er hat das schon mal gesagt, dass er dich liebt oder dass er in dich verliebt ist? Ja, wie man das so sagt, ich liebe dich, sagt man ja so, ne? Mhm. Schon mal, ne? Ohne tiefere Bedeutung. Mhm. Ne? Und er begrüßt mich mit Küsschen und verabschiedet mich mit Küsschen auf die Wange. Aber dennoch ist mir im Ohr, wie du gerade gesagt hast, ich will eigentlich nichts von ihm, ich will nur ein bisschen Spaß haben. Ja, das bisschen Spaß gehört dazu. Ja. Irgendwo. Ja, aber ein bisschen Spaß darfst du gerne mit Leuten haben, die mit denen du auf Augenhöhe kommunizierst. Das tust du mit dem Jungen nicht. Und da muss man besonders vorsichtig sein. Aber ich gebe mir Mühe, es zu tun. Ja. Aber, auf Augenhöhe, ja, aber es geht nicht immer. Ja, eben. Also ich habe mit ihm jetzt verschiedene Ausflüge gemacht in die Düsseldorfer Altstadt oder zum Düsseldorfer Flughafen auf die Besucherterrasse, um die großen Maschinen dann mal zu begutachten mit Fernglas. Fände ich alles völlig in Ordnung, wenn du der väterliche Freund wärst, aber nicht mit... Es hat einen üblen Beigeschmack durch diese sexuelle Komponente. Ja, ich bin beides. Ja, ich weiß. Geht das überhaupt? Ich würde mich an deiner Stelle sehr unwohl fühlen. Hol dir deine Sexualität woanders und wenn du dem Jungen helfen willst und auch für ihn beistehen willst, dann sei ein Freund. Aber dann auch wirklich nur ein Freund. Und zieh deine Grenze, sonst ist das es ist einfach eine ungleiche Verbindung. Es ist eine völlig ungleiche Verbindung. Das stimmt schon, das ist mir bewusst. Fallen lassen würde ich ihn so schnell nicht. Mhm. Nein. Mhm. Nein, ich habe ihm nur einfach mal gesagt, Junge, wenn du mich hier beklaust in meiner Wohnung, gibt ja einiges zu stehlen, ne? Vom Fernglas bis Portemonnaie, was weiß ich. Aber macht er nicht. Naja, das ehrt ihn ja auch. Und ich finde, dass du doch nochmal intensiv auch über diese Problematik auch das Gespräch mit der Heimleitung führen solltest. Die kennen ihn ja nun auch recht gut. Ja, ich habe ihm schon jetzt mehrfach, nachdem ich mit der Heimleitung sogar oder mit einem Menschen, der dann nachts oder spätabends ist, war vielleicht nicht direkt die Heimleitung, aber ein Mensch eben, der da zuständig ist, ne? Und dem habe ich das erklärt alles und er sagte, ja, dann er könnte nur mir weitere Informationen über ihn geben, wenn er selber dabei wäre. Okay. Und sagen würde, ja, er kann dann mit mir über das reden. Okay. Und aber Martin, grundsätzlich ist die Frage ja, wie wir sie gerade erörtert haben, welche Haltung du einnimmst, ob du es weitermachst, wie du es weitermachst. Ich kann das schlechte Gewissen verstehen. Und, ich habe so ein Helfersyndrom. Ne? Ja, ist ja alles gut und schön. Mir ist unangenehm bei der ganzen Sache und ich fände es eigentlich... Ja, mir auch, deswegen rufe ich an. So, genau. Deshalb fände ich es gut, wenn es dir gelingen könnte, das auf eine solide freundschaftliche Basis zu stellen. Und die freundschaftliche Basis ist vorhanden. So, und lass das andere raus. Fände ich... Ja, das geht ja inzwischen nicht mehr. Ja, das kannst du sofort unterbinden. Soll ich zu ihm sagen, nee, jetzt darfst du nichts mehr mit mir haben,
dann wäre er vielleicht auch enttäuscht. Ja, aber das kann man ja... Jetzt will er nichts mehr von mir wissen. Ja, aber das kann man ja auch so runterfahren. Ich habe einfach Sorge, dass das eine ganz schwierige Situation für den jungen Mann irgendwann wird. Lieber Martin, die Zeit rennt uns davon. Wir würden uns jetzt auch ein bisschen im Kreis drehen. Ich habe dir so meine Bedenken gesagt und du wolltest ja auch nur mal eine andere Meinung von außen hören. Also von deiner Seite auch Bedenken. Ja, definitiv. Definitiv. Und Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Scheiße. Ja. Wahrscheinlich ruft er mich morgen oder übermorgen wieder an und sagt, hol mich ab. Hol mich raus. Meine Psychologin ruft dich jetzt auch nochmal an. Dann haben wir noch eine andere Meinung. Einverstanden? Das wäre schön. Gut, ja. Martin. Dann leg bitte auf und die Heike meldet sich gleich bei dir. Dankeschön. Tschüss, ja. Tschüss.